So, servus Leute, Schrinks meldet sich zurück aus der Anstalt bei Let's Play Daylight Folge 2 jetzt schon. Ja, der Plan war eigentlich nach der ersten Folge gleich nochmal ein paar Folgen mehr aufzunehmen, einfach damit ich das so ein bisschen kompakter habe, aber mir hat es nach der ersten Folge schon gereicht. Ich hatte genug. Dummerweise habe ich es dann gleich wieder verkackt, indem ich den Speicherpunkt, den ich jetzt hier gerade hatte, verfehlt habe. Peinlich ohne Ende. Jedenfalls. Ja, haben wir noch genug. Jedenfalls musste ich den ganzen Scheiß vom Anfang jetzt nochmal machen, aber man hat mal schön gesehen, also ich habe es zumindest gesehen, ihr jetzt leider nicht, dass die Level komplett anders sind und ich habe auch ein paar andere Notizen gefunden. Ich habe zum Beispiel gesehen, ein Bild von einer toten Kuh oder krakelige Notizen, wo einfach nur drauf stand, Lauf. Und ich habe hier so Signalstäbe gefunden, die habe ich wohl im ersten Durchlauf irgendwie auch übersehen. Ich weiß nur noch nicht genau, wofür die sind und ja, jetzt gucken wir mal. Mid Island Hospital. Zu Händen alle Mitarbeiter. Letzte Nacht gegen 19 Uhr gab es einen Stromausfall in dieser Einrichtung. Der unglückliche Zeitpunkt hatte zur Folge, dass ein Patient im kritischen Zustand nicht in die Notaufnahme überstellt werden konnte und dieser auf dem Gang hinter der Sicherheitstür des Archivs verstarb. Oh. Um solche Tragödien in Zukunft zu vermeiden, möchten wir alle Angestellten, die nicht zum Wartungspersonal zählen, darauf hinweisen, dass die Sicherheitstür nicht funktioniert. Wenn es zu einem Stromausfall kommt, bevor die Tür geöffnet werden kann, muss zuerst der Schutzschalter zurückgestellt werden. Bitte machen Sie sich mit der Lage des Netzschalters im Archiv vertraut. Verwaltung. Naja, alles sind ja Zustände hier. Noch ein Brief. Zu Händen alle Mitarbeiter. Wir verstehen, dass Sie Ihre 10-minütigen Pausen nicht immer vor dem Gebäude verbringen können. Das bedeutet allerdings nicht, dass Sie Gegenstände im Archiv verschieben und es als behelfsmäßiges Raucherzimmer nutzen können. Egal wie geräumig es ist und wie hoch die Decke auch sein mag, wir haben mehrere Angestellte dabei ertappt, wie sie Kisten mit Versorgungsmaterial verschoben und übereinander gestapelt haben, um daran hochzuklettern und sie als Aussichtsplattform zu verwenden. Diese Gegenstände sind keine Turnausrüstung. Das Klettern auf Kisten mit medizinischem Versorgungsmaterial wird nicht toleriert. Verwaltung. Ja, Not macht erfinderisch, würde ich sagen. So, das scheint hier dieser Lagerraum zu sein. Wow, was war das? Wer bist du? Ah ja. Nett. Schon wieder der erste kleine Schocker. Wieder ein Brief. Wie viel gibt's denn da? Mid Island Hospital Incident Report File. Datum 1. Mai 1940. Betreff Miss Daniels Suizid. Miss Daniels wurde heute früh für tot in ihrer persönlichen Unterkunft aufgefunden. Es wurde ein Abschiedsbrief sichergestellt, aus dem entnommen werden konnte, dass sie sehr unglücklich mit ihrer Arbeit und ihrem Privatleben war. Tja. Laut dem Personal vor Ort war die Todesursache rascher Blutverlust durch selbst zugefügte Schnittwunden am Handgelenk. Die Leiche wurde in einem Rollstuhl sitzend aufgefunden. Sag doch, ich hasse Rollstühle. Polizeiliche Ermittlungen werden folgen. Miss Daniels Leichnam wurde inzwischen in die Leichenhalle überstellt. Dieser Vorfall ist den anderen verstörend ähnlich. Welche anderen? Wer ist das? Ist das vielleicht die Miss Daniels? Aber wenn sie tot ist, warum rennt sie dann rum? Ich glaube, ich benutze jetzt doch mal einen von den Leuchtstäben, damit ich mal ein bisschen weiter sehe vielleicht. Na toll, also ich finde ja, das Grün ist auch nicht gerade hilfreich. Das sieht eher noch schlimmer aus dann. Aber gut, vielleicht hilft's. Bisher habe ich übrigens keine Reliktanzeige, also scheinbar komme ich erstmal so weiter. Bewohner von Kipling werden beschuldigt. Verbrechen, 16-jähriges Mädchen. Durfte leben, gesteht Schuld.
wird gehängt, böse. In-house eröffnet, Omi Ausbreitung der Krankheit, ja. Okay. Den Rest muss man sich wohl selber dazu denken, das ist eher wirres Geschreibsel. Beziehungsweise, wahrscheinlich fehlt einfach ein Teil. Wow! Was Stop. Bist Stop. Du? Geh weg! So much pain and suffering. And from those who would seek only solace. Aha. What ails you, Sarah? Hast mich betrübt? Perhaps truth, rarely pure, never simple. Ich will hier raus, das betrübt mich. Und wer ist der Typ überhaupt? Wieso weiß der immer alles? So, wieder ein Report-File. 3. März 1938, betreff Patient 90D. Während ihrer nächtlichen Rundgänge bemerkte Schwester Moriarty, dass Patient 90D in einem aufgebrachten Zustand in seinem Zimmer stand. Die Schwester behauptete, der Mann hätte mit dem Gesicht gegen das Schutzgitter des Glases geschlagen. Sie rief um Hilfe und als wir eintrafen, war das Gesicht des Patienten völlig blutverschmiert. Außerdem brüllte er etwas von Gesichter im Dunkeln. Der Patient wurde sofort ruhig gestellt und auf die Krankenstation gebracht, wo der verantwortliche Arzt angab, dass er wahrscheinlich beide Augen verlieren würde. Der Patient schien darüber völlig unberührt. Empfehle Überstellung in Dr. Mercers Obhut. Aha. Also stört ihn also nicht, dass man ihm beide Augen... Wow. Nimmt. Noch ein Brief. Ist ja Wahnsinn. So, wieder mal was vom New Kipling Herald. Mid Island, Geister der Vergangenheit. 12. November 1967. Und dann ist da das Krankenhaus, wie wir es heute kennen. Verlassen und von den Einheimischen wegen der unheilverkündenden Vogelbevölkerung als Crow Island bezeichnet. Nee, Crow. Crow Island bezeichnet. Das Krankenhaus und die Insel, auf der es steht, sind inzwischen tief verwoben mit Gerüchten über Flüche und gespenstische Aktivitäten. Es gibt kaum ein Kind in New Kipling, das nicht als Mutprobe in das verlassene Gebäude geschlichen ist. Und die Geschichten, die sie erzählen, über Stimmen und den Geruch von Zigarrenrauch oder sogar das Erscheinen eines Schattens einer Frau, die durch die Gänge wandert, haben nicht gerade viel dazu beigetragen, den Ruf dieser einst lebensrettenden Stütze unsere Gesellschaft zu bewahren. Ja, schön blöd. Aber wenn man sich so überlegt, das Spiel zu spielen ist auch schon so eine Art Mutprobe, habe ich manchmal das Gefühl. So, oh, welche Überraschung, noch ein Brief. Hört das noch auf? So, Mid Island Hospital Incident Report File, Datum 27. März 1931, betreff Patient 90D. Die Patienten haben ihre Pillen genommen und sind nach dem Abendessen in ihre Zimmer gebracht worden. Dyer weigert sich, seit dem Zwischenfall nach Patient 90D zu gehen. Er hat sie mit Blut bespuckt und irgendwas über einen Zauber geschrien. Heute ist mein erster Beobachtungstag von Patient 90D. Er schien extrem angespannt, als ob er jederzeit ausrasten würde. Nur nicht gegenüber Patrice. Sie ist ihm auf irgendeine Art und Weise wichtig. Aha. So, habe ich jetzt noch einen Zettel übersehen. Würde mich nicht wundern, so viele wie hier rumliegen. Bin ich eigentlich hergekommen? Achso, ich habe ja die Karte. Tja. Alles mit den Flammen vorhin war schon wieder grenzwertig. Was oben klettern. Auch noch. Und jetzt? Hallo? Oh ja, das war ja wieder sehr von Erfolg gekrönt. Noch ein Anlauf.
Komme ich jetzt so rüber? Nee, auch nicht. Kisten mit Seilen können bewegt werden. Ah, ich weiß. Aber wie mache ich das jetzt? Benutzt. Okay. Na, das war ja einfach. Ha. Das wusste ich natürlich. Ich wollte euch testen, ob ihr es auch rausfindet. Ja, genau. Was ist hier? So eine Art Sicherungskasten. Oh! Does being out of the dark make you feel better? Well, it shouldn't. Also ich find's schon besser, wenn's hell ist. Ich weiß nicht, was er hat. Ich hasse es, wenn's knistert oder irgendwo irgendwas passiert. Oh, welche Überraschung, ein Zettel. Da komme ich jetzt wie hin? Hallo? Ja? Also irgendwie habe ich den Dreh noch nicht ganz raus. Komme ich da hoch? Ja, ich weiß, dass ich klettern kann, aber es bringt doch nichts. Oh, Moment. Doch. Kann ich auch bewegen. Okay. Versuchen wir es erstmal so. Hier. Tja, hätten die mal nicht ihren Aussichtsturm gebaut, dann wäre das alles einfacher. Ja, wie ich jetzt an den Brief reinkomme, weiß ich auch nicht. Kann ich hier entlang balancieren? Nee, das ist wohl nicht vorgesehen. Okay, runter. Was gibt's hier? So eine Art Zelle? Ja. Wahrscheinlich für die ganz schweren Fälle. Leuchtstäbe können nie schaden. Wobei ich noch erstaunlich gut ohne klarkomme eigentlich, also... Ich weiß nicht, ob die einem wirklich helfen, Relikte zu finden. Aber momentan scheint das gar nicht so vonnöten zu sein, das Ganze. Wirres hin und her gelaufen. Klasse. So, wir haben wieder zwei Türen, toll. Da ist zu. Oh, hier geht's eh nicht weiter. Okay. Dann muss ich mich schon nicht entscheiden, das ist gut. Gehen wir mal vorsichtig weiter. Ah, Moment. Ist das jetzt wieder dieser Lagerraum? Also irgendwie von der anderen Seite kann das sein. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Ja. Und nu? Geh mal vorsichtig vor. Okay, das ist wieder das Bild. Ich dachte schon, ich werde beobachtet. Ah, das Bild folgt mir doch. Das ist doch nicht normal. Das war doch vorhin auch schon irgendwo. Oder ist das so ein wichtiger Mensch, dass sein Bild überall hängt? Ist es vielleicht Mercer? Dr. Mercer? Vielleicht hat er hier ein bisschen Selbstpropaganda. Und wieso sind seine Augen ausgekratzt? Ich will es gar nicht wissen.
Ja. Ey, jetzt bin ich doch wieder am Ausgang, das ist doch... Boah. Das nervt mich jetzt gerade ein bisschen. Ich habe nämlich echt null Plan, wo ich hin soll. Die Karte hilft mir gerade auch nicht wirklich weiter. Mein Licht ist ja schön und gut, aber ich sehe den Weg trotzdem nicht. Ich werde mal einfach mal so einen Leuchtstab an. Könnte ja helfen. Da ist dieser Brief, den ich vorhin gesehen habe. Sehr schön. So, New Kipling Herald, Mid Island, Geister der Vergangenheit. 12. November 1967. Das Mid Island Hospital war eines der einflussreichsten und medizinisch bedeutendsten Orte in der Geschichte unserer Stadt. Nur wenige wissen jedoch, wie wichtig es wirklich war. Von Pockenbehandlungen in den 1850ern bis zu dessen Leistungen im Bereich der Tuberkuloseforschung in jüngerer Vergangenheit, hat das Krankenhaus viel zum Wohle der Bevölkerung von New Kipling beigetragen. Selbst der kurze, wenn auch gescheiterte Versuch, es als Haftanstalt wieder zu eröffnen, hat dabei geholfen, unsere Bürger zu schützen. Okay, vom Krankenhaus zur Haftanstalt. Erklärt zumindest die Zellen. Das hat schon irgendwie was von... Klapsmühle, so ein bisschen. Also, ich fühle mich gerade wieder so ein bisschen wie bei Outlast, nur irgendwie habe ich mich da besser zurechtgefunden, habe ich das Gefühl. Und da hatte ich keine Karte. Da kann man hier vielleicht nicht irgendwo... Ich habe doch irgendwas übersehen. Doch nicht. Jetzt M drücke, sehe ich das Ganze ein bisschen größer, aber ich kann damit nichts anfangen. Oh. Ich hasse es, wenn ich keine Ahnung habe, wo es hingeht. Ich glaube, ich habe mich total verlaufen. Doch nett. Hier rum, darum, nee. Leuchtstab. Nee, der ist benutzt. Oh, ernsthaft, Leute. Also, das ist ja echt. Nicht wahr sein. Das kann auch wieder nur mir passieren. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Mal wieder da drüber. Ausmachen wollen wir es nicht. Ja gut, hilft ja nichts. Gehen wir den Weg halt nochmal ab. So, wieder da drüber. Wüsste, ob man da... Nein, man kann nicht. Jetzt weiß ich es hundertprozentig. Oh, ich kann hier was benutzen.
Mein Gott. Aha. Eine Tür. Das muss man ja auch sagen. Na, da geht's doch weiter. So. Oh. Toll. Die Tür ist zu. Da komme ich nicht mehr lang. Schon wieder so ein langer Gang, ey. Spieldaten werden gespeichert. Okay. Das ist schon mal ein Anfang. Da liegt noch ein Zettel. Okay, das ist ein Bild. Sieht aus wie so ein Pestkranker, der da rausgetragen wird oder weggetragen wird oder was auch immer. Familial bonds transcend time and matter. Der Typ. Meld dich doch nicht, wenn du nichts Gescheites zu sagen hast. Poetisches Geplapper bringt mich auch nicht weiter. Oh. Das sieht... Ich glaube, das ist wirklich von der Pest oder sowas in der Art. Weil so viele auf einmal, das ist so eine Art Quarantänehalle, Station. Ja, eher eine Halle. Das sieht ziemlich notdürftig aus. And your blood is thicker than water. Ja, ja. Schon recht. Oh, was gibt's hier? Hä? Okay. Ich glaube, ich bin einfach nur irgendwo draufgetreten. Was steht hier? Ich kann es nicht lesen. Irgendwelches wirres Gekraxel. Sind wir wieder an so einer Stelle. Ach, jetzt darf ich wieder... Anybody there? Ich hoffe doch nicht. Ich muss wieder 6 Relikte finden, wie es aussieht. Wahrscheinlich geht es dann weiter zum nächsten Tor. Zum nächsten Spielabschnitt oder so ähnlich. Okay. Was für ein Geräusch? Klingt, als wird irgendwas umfallen oder irgendwas stampfen oder... Ich weiß auch nicht. Was denn? Ich sehe es doch nicht. Mal Licht an. Hallo? Oh, das ist schon wieder so ein komisches Flimmern. Ich glaube, da ist wieder irgendwas Unschönes in der Nähe. Hä? Also den Raum kenne ich doch. Aber es scheint ein anderer zu sein. Wahrscheinlich einfach eine andere Station, wo ich jetzt gelandet bin. Aber es ist interessanterweise genau gleich eingerichtet. Hier ist das Klo. Aber da die Relikte leuchten. War ich da scheinbar noch nicht. So, erstes Relikt hat wieder eine Akte. Datum 23. August 1937, Akte, Patient 27C. Patient 27C ist besessen von Labyrinthen. Zwanghaftes Verhalten hat ihn so... Moment mal. Wenn ich das jetzt so lese, kommt mir irgendwie bekannt vor. Haben die mir jetzt den zweiten Teil des Levels nochmal so gebaut wie den ersten Teil des Levels oder bin ich jetzt total daneben? Das ist alles Text, den ich in der ersten Folge schon vorgelesen habe, Leute. Wow! Aha. Okay.
es scheint wirklich... Oh. Was? Da ist doch was. Aber was da ist, schaue ich mir dann in der nächsten Folge an. Wir sehen uns dann in Folge 3. Bis zum nächsten Mal, Leute.